los, erzähl mir nochmal von den Haschischbars. Alles klar, was willst du wissen? Der Stoff ist da legal, ja? Ja, schon legal, aber nicht hundertprozentig legal. Du kannst unmöglich in ein Restaurant gehen, dir einen Joint rollen und dann drauf lospaffen. Ich meine, die wollen, dass du zu Hause oder nur an bestimmten Plätzen rauchst. Und das sind diese Haschbars? Ja, das funktioniert ungefähr so. Es ist legal, den Stoff zu kaufen, es ist legal, ihn zu besitzen. Und wenn du der Besitzer seiner Haschbar bist, ist der Verkauf legal. Es ist legal, das Zeug bei sich zu haben, aber das ist eigentlich unwichtig, denn zieh dir das rein, okay? Wenn du von einem Bullen in Amsterdam festgehalten wirst, hat er nicht das Recht, dich zu durchsuchen. Die Bullen in Amsterdam haben nicht das Recht dazu. Oh Mann, da muss ich hin. Das ist doch ganz klar. Was mache ich noch hier? Ich weiß, Baby, du würdest tierisch draufstehen. Aber weißt du, was das Abgefahrenste an Europa ist? Was? Das sind die kleinen Unterschiede. Ich meine, die haben den gleichen Scheiß, der hier läuft, aber da läuft es eine Spur anders. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wenn du in Amsterdam ins Kino gehst, kaufst du dir ein Bier. Und ich meine nicht so einen billigen Pappbecher, ich rede von einem Glas Bier. Und in Paris kannst du dir bei McDonald's ein Bier kaufen. Und weißt du, wie die einen Quarter Pounder mit Käse in Paris nennen? Die nennen die nicht einen Quarter Pounder mit Käse? Nein, Mann, die haben das metrische System. Die wissen gar nicht, was ein Viertelpfünder ist. Wie nennen die ihn? Die nennen ihn Royal mit Käse. Royal mit Käse? So ist es. Wie nennen die einen Big Mac? Big Mac ist ein Big Mac, aber die nennen ihn Le Big Macke. Le Big Macke. Wie denn der Whopper? Keine Ahnung, im Burger King war ich nicht. Royal mit Käse und einem Glas Bier. Mhm. Das ist ein leckerer Burger.